Auch Garmin hat hier zur IFA 2019 eine neue Fitnessuhr vorgestellt, und zwar ist das die Vivo Active 4 und 4S. Ich habe hier die kleinere Version, die 4S, schon ums Handgelenk. Und zwar kommt die mit neuen Funktionen daher. Zum Beispiel habt ihr jetzt Sauerstoffgehaltmessung vom Blut. Das heißt, ihr könnt besser euren Schlaf tracken. Oder ihr habt auch, ich scroll mal weiter, könnt ihr hier tracken oder dokumentieren, wie viel Wasser ihr schon getrunken habt am Tag. Des Weiteren gibt es eine kleine Animation hier, die euch zeigt, wie ihr zum Beispiel Yoga-Übungen oder Kraftübungen genau ausführt. Genau, ansonsten ist noch GPS integriert und ihr habt auch noch einen Speicher. Auf dem Speicher ist Platz für bis zu 500 Lieder, die ihr zum Beispiel über Spotify herunterladen könnt oder von eurer eigenen Musikbibliothek rüberschieben könnt. Das kleinere Modell, die Vivo Active 4S, ist 40 mm groß, hat eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen und kostet 280 Euro. Und das größere Modell, das seht ihr hier hinten, das ist 45 mm groß, hat eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Tagen und wird 330 Euro kosten.